Viele Comedians wollen was fürs Web machen und scheitern damit. Genauso wie viele Videomacher im Internet oder YouTuber, die versuchen, Fernsehen zu machen. Weil man da ganz anders herangehen muss. Es mag dasselbe Medium sein oder besser gesagt, es mag ähnlich produziert werden als Videomaterial eben. Die Form mag die gleiche sein. Aber inhaltlich ist das etwas völlig anderes. Deshalb glaube ich auch, trauen sich viele YouTuber nicht ins Fernsehen. Auch wenn das von manchen damit begründet wird, das sei ein alterndes Medium. Certains peuvent dire que c'est un média vieillissant. Je pense que si beaucoup de YouTubers ne veulent pas aller en télé, c'est pas forcément. Dass viele YouTuber nicht ins Fernsehen wollen, liegt, glaube ich, nicht unbedingt an Zensur oder weniger Freiheit, sondern an der ganz anderen Machart. Fürs Fernsehen muss man anders schreiben. Und man muss seine Zielgruppe kennen, die ist nämlich eine ganz andere. Bei einem Video fürs Internet und einem für Canal Plus hat man nicht unbedingt dieselbe Zielgruppe. Im Internet hat man ein viel jüngeres Publikum, bei Canal Plus eher ein etwas älteres. Interessant ist, wie einem da die jeweilige Anpassung gelingt. Ich glaube, davor haben manche Angst. Für mich als Regisseur spielt das Medium eigentlich kaum noch eine Rolle. Ob ein Video, das ich mache, nun im Fernsehen oder im Web zu sehen ist oder vor einem Spielfilm im Kino läuft, es braucht in jedem Fall denselben Rhythmus und das ändert nichts daran, wie ich eine Story erzähle.